Ich grüße euch alle. Heute möchte ich machen einmal Erdbeerquark mit Chiasamen. Ich mache die Erdbeeren hier rein. Habe ich gewaschen, habe ich die Stiele rausgenommen. Ich mache darauf zwei Esslöffel Zucker. Nachher mache ich Pistazien auch rein. Ich mache darauf Vanillezucker drauf. Geht einfach jetzt schnell, ist lecker. So, die Erdbeere hier für ich beiseite. So, habe ich. Jetzt nehme ich meine Pürierstab und püriere ich die ganz kurz. Mal vorsichtig pürieren. So, das reicht. Ich möchte da drin die Erdbeerstückchen auch essen, auch haben. Hier habe ich gehackte Pistazien. Mache ich hier rein. Das kann viel sein, Pistazien. Hier habe ich Chiasamen. Mache ich auch da rein. Oh, das ist schön. Hier habe ich meine Quark. Mache ich auch da rein. So, machen wir das da. So, das ist sehr gesund. Man muss immer nicht immer nehmen Eier und Sahne und so weiter und so weiter. Wirklich, ich meine, man muss auf seine Figur ein bisschen achten. Aber das sehen es auch. Quark ist auch etwas Schönes. So, meine Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Und jetzt Erdbeersaison kommt und Spargel kommt und so weiter. Gibt viele Varianten. In meinem Kanal versucht man immer das, was gesund ist. Und jetzt wird das einfach zusammengerührt. Das ist eine sehr schöne Sache, sehr schöner Dessert. Geht schnell. So, alles gerührt. So, mal gucken, ob noch Zucker rein muss. So sieht es aus. Rot mit schönen schwarzen Punkten von den Chia. Also zwei Zucker, das reicht. Jetzt mache ich nur ein bisschen Honig rein. Nicht viel, weil wir wollen die Erdbeergeschmack behalten. Wollen wir nicht das übertönen mit dem Honig und dem Zucker. Wow! So. Mache ich mal den Rand sauber, weil ich decke das ab jetzt. Und mache in den Kühlschrank rein und dann muss es kalt werden und dann schmeckt es noch besser. Und jetzt mache ich die restliche Pistazien drauf und nachher mache ich den kleinen Schälchen. So. So. Nachher, wenn wir Abendessen, kommt auf dem Tisch drauf und dann mache ich den Rand noch sauber und dann auf dem Tisch und dann können wir doch so davon nehmen. Das ist unsere Erdbeerquark mit Chiasamen und Pistazien. Schaut euch das an, wie das aussieht. Lasst euch schmecken, viel Spaß beim Nachmachen. Lasst euch schmecken und wenn das euch gefällt, würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen Dank, alles Gute, bleibt gesund.